Shalom Aleichem, wir lernen Mishnayot Pirkei Avot, Leilu Nishmas, Händel, Helen, Bat Aaron, Sprüche der Väter, Kapitel 2, Mishnah 10. Fünf Schüler hatte Rabbi Yochanan ben Zakkai, Sohn des Zakkai. Es sind dies: Rabbi Eliezer, Sohn der Horkenus, Rabbi Joshua, Sohn der Hanania, Rabbi Yoshi der Kohen, Rabbi Shimon, Sohn von Netanel, Rabbi Elazar, Sohn des Arach. Also, fünf Schüler hat er gehabt, er hatte viele, aber die waren speziell. Rabbi Eliezer ben Horkenus war ein Junge, der wollte nicht arbeiten in die Erde, der wollte Tora lernen. Rabbi Shua ben Hanania, seine Mama hat ihm gebracht, als Baby schon Tora zu lernen. Und Rabbi Yossi HaKohen, er war ein Chassid, der war immer ein Mensch, der immer getan mehr als das, was er braucht, gute Sachen. Und Rabbi Shimon ben Netanel war ein Sündenfürchtiger, der wollte nichts gegen Gott etwas tun. Und Rabbi Eliezer ben Arach war eine Mayana Mitgaber, eine Quelle von Torah. Also Rabbi Yochanan ben Zakkai wollte, soll man bauen eine große Yeshiva in Yavne. Und Rabbi Yochanan ben Zakkai war ein großer Rebbe, der hatte sehr viele Schüler. Und die fünf sind seine Favoriten. Von ihr lernen wir, dass Kinder schon von Baby haben Einfluss von das, was sie hören. Heute gibt das neue Trend, das nennt man Baby Mozart. Baby Mozart, man schreibt Baby Mozart und die Kinder hören so klassische Musik. Sie hören klassische Musik und dann werden sie und da werden die Kinder so stabil. Und das ist gut. Die Mutter von Rabbi Joshua hat gewusst, wenn er war noch auf dem Wiegele, sie hat ihn gebracht in die Synagoge, soll er hören Torah. Warum? Weil die Ohren bekommen einen Einfluss. Genauso wie du legst Baby eine Musik, es beeinflusst seine Neshome. Genauso chassidische Musik, die Stimme von Rebbe, die Stimme von Torah, ist sehr, sehr gut. Verstanden? Und darum Rabbi Joshua ein großes Lob zu seiner Mama. Weil seine Mama hat sehr viel Mühe gegeben, soll er lernen Torah. Shkoyach.